Momentube und herzlich willkommen zu einem neuen Combo-Montag. Und heute werde ich euch einmal erklären, was man so alles mit diesem ABC Therion Despia Deck machen kann, was ich auf den Sonntagslogos gespielt habe und das ja so ein bisschen verrückt ist und weswegen man die Despia Engine spielt, um halt bestimmte Plays ermöglichen zu können, die sonst normalerweise das ABC-Deck halt nicht machen kann. Dafür werde ich euch jetzt heute ein paar Kombos zeigen. Einmal halt erstmal Basic, erstmal was kann ABC überhaupt selbst mit den Therions und was kann man dann halt nochmal in Kombination mit der entsprechenden Engine der Despia Schrägstrich markiert. Wir fangen erstmal an mit den relativ einfachen Sachen. Erstmal wollen wir ja wissen, was kann man eigentlich mit ABC machen. Geht relativ einfach. Ich werde euch halt gleich eine Kombo zeigen und dann halt die nochmal draufsetzen, wenn wir halt noch eine weitere Karte haben. Eigentlich brauchen wir nur eine einzelne Karte. Das ist Hunger und damit haben wir einen ABC Dragon Buster safe. Ich werde euch einmal zeigen, wie das funktioniert. Ich spiele die einfach mal aus. Ich aktiviere den Effekt von Unionshunger und suche mir jetzt aus dem Deck eins der Teile. Welches es jetzt genau ist, ist eigentlich relativ egal. Es muss nur dann nachher so sein, dass irgendwo ein B-Wasserdracheling entweder auf dem Spielfeld oder in der Equip-Zone ist nachher, damit wir halt den Search kriegen. Wir nutzen einfach mal B-Wasserdracheling. Die normal beschwören wir, nutzen seinen Effekt, nutzen den Effekt von Union-Hunger und equippen aus dem Deck jetzt einen der anderen zwei Teile. Die sind jetzt relativ egal, es sei denn, ihr habt bestimmte Handkombinationen, wo wir noch was extra machen können. Dann könnt ihr natürlich euch auch eine der anderen Karten ranholen. Kommt dann der Union-Fahrer, dann nutzen wir seinen Effekt. Wir banishen ihn. Und equippen aus unserem Deck nun einen, ja, ich nehme jetzt einfach einen C-Crash, weil es ist relativ egal, welchen man nimmt. Im Endeffekt kommt alles auf dasselbe drauf aus. Aktivieren seinen Effekt, spezialbeschwören ihn dann, machen dann Linkbeschwörung mit den beiden. Und gehen damit dann für, wo ist er? Einen platinfarbenen Apparat. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter runter. Dann aktiviert sich B-Buster-Drachling im Friedhof. Der sucht uns halt das letzte Teil, was uns noch fehlt. In dem Fall ist es, wo ist er? Ein A, den nehmen wir jetzt auf die Hand. Dann können wir den Effekt von platinfarbener Apparat aktivieren. Können den A specialen und haben jetzt quasi, können drei banishen, um einfach einen Dragon Buster rauszuholen. Das ist halt das, was man aus einfach einem Hangar rausholen kann. Was schon sehr, sehr praktisch sein kann, weil man damit halt direkt den Buster rauskriegt, ohne viel Investment. Aber man muss halt den Hangar haben und das ist halt das Problem, was ich ja schon gesagt habe für das Deck. Das ist halt nicht immer der Fall. So, ich würde noch einmal jetzt ein bisschen die Zeit zurückdrehen. Ich drehe den einmal hier hin, den ABC Dragon Buster. Und wir machen nochmal das gleiche Feld, wie wir gerade eben hatten. Ihr könnt natürlich die Combo auch ein bisschen extenden. Dafür spielen wir auch die Therions im Deck. Und wenn ihr Regulus habt oder halt entsprechend die Field Spell, kann Union Hunger plus Regulus folgendes nämlich nun sein. Wenn ihr nun halt dieses Feld habt, könnt ihr nun Regulus benutzen. Könnt ihr ihn spezial beschwören, seinen Effekt benutzen. Könnt B Buster Drachling dann aus dem Friedhof dann ausrüsten an ihn. Habt damit jetzt eine Gate auf dem Spielfeld und ihr könnt sogar noch ein bisschen was weitermachen. Ihr könnt nämlich B-Buster-Drache-Ding als Spezialbeschwörung beschwören, indem ihr den unequipped vom Regulus. Und habt jetzt mit A-Angriffskern und B-Buster-Drachen die Möglichkeit, jetzt nun eine Link-Beschwörung zu machen. Deswegen finde ich immer ganz gut, wenn der A später hier noch dabei ist, dass man halt zusammen mit dem B-Buster-Drachen, wenn man den Therion hat, kriegt man hier halt nochmal, einfach mal so ein bisschen mehr, bessere Beatsticks, falls doch irgendwie aufgehalten wird, weil der Gegner halt ein paar coole Karten hat, dann hat man wenigstens ein paar gute Karten am Schlüssel. Jetzt legt man die beiden zusammen und geht für eine IP-Maskarena, mit der man halt dann im gegnerischen Spielzug in ein Link-Monster gehen kann. B-Buster-Drachling aktiviert sich und sucht uns unser letztes Teil aus dem Deck, was wir jetzt in unserer Variante spielen. Es kann ja sein, dass ihr ein bisschen mehr Union-Monster spielt. Damit habt ihr hier den Discard für den ABC Dragon Buster. Könnt nun die drei Teile, die ihr im Grave habt, banishen. Wenn ihr halt noch weitere Discards habt, könnt ihr halt mit A-Angriffskern halt auch eins der Teile wieder zurücknehmen. Wenn ihr dann die wieder discardet, könnt ihr halt weitermachen. Das ist halt, liegt ganz bei euch, wie ihr es machen wollt. Könnt aber halt jetzt nur den ABC Dragon Buster rausholen und habt jetzt halt quasi, ja, was ist das, plus 4 aus zwei Karten. Und das einzige Problem, wo man, also ihr könnt jetzt natürlich nicht mit platinfarbenen Apparat linken, weil den kann man nicht als Linkmaterial benutzen. Und im gegnerischen Spielzug könnt ihr mit IP-Maskerin in der Mainphase zum Beispiel mit den beiden in Unicorn gehen oder in eine Appaloosa, wenn ihr möchtet, oder halt mehr, wenn ihr Regulus schon benutzt habt und den halt auch als Material verwenden wollt. Ist das halt auch euch überlassen. Ihr habt den Discard-Outlet für den ABC Dragon Buster, um seinen Effekt zu nutzen. Das einzige, worauf ihr halt immer achten müsst, ihr habt Buster draußen, ihr habt IP-Maskerin da draußen. Wenn der Gegner halt eine Dracostapelia im Extra-Deck spielt und eine Superpolymerisierung
Regelorganisation hat, sind das zwei Targets, mit denen ich einfach wegfusionieren kann und der Regulus kann dagegen auch nichts machen. Das ist halt so ein bisschen das kleine Übel, mit dem man halt leben muss, wenn man dieses Feld raushaut. Aber wie man sieht, man kann mit relativ wenig sehr viel erreichen mit dem Deck und wenn der Gegner halt nicht ein Super Poly einfach nicht spielen kann, weil das in seine Deckstrategie einfach nicht passt und in sein Extra-Deck einfach nicht reingeht, wenn, keine Ahnung, spielt sowas wie Etagonista, dann geht das halt sowieso absolut nicht. Dann könnt ihr das natürlich ganz safe, relativ safe machen. Natürlich immer im Hinterkopf behalten, Karten wie Dark Ruler No More oder halt auch Forbidden Droplet können hier halt ein Problem sein, deswegen musst ihr halt immer schauen. Noch genügend Handtraps haben, aber wie gesagt, ihr habt noch drei weitere Karten, es können Traps sein, Handtraps, alles mögliche, was ihr im Deck habt, dann könnt ihr damit halt sehr viel Spaß haben. Nun kommen wir mal darauf hin, weswegen wir die Markiert-Despia-Engine spielen. Um mit Markiert ein bisschen was machen zu können, brauchen wir halt Folgendes. Wir brauchen einmal Union-Hangar, das ist halt die Karte, die wir halt immer gern sehen möchten, eine markierte Fusion und dazu halt noch eine halbe Karte, eine Random-Karte, die ihr einfach mit in der Hand habt, weil ihr die als Discard-Outlet für Lubellion braucht. Deswegen zweieinhalb Karten-Kombo. Wir beginnen die Kombo mit Union-Hangar und dadurch, dass wir den Normal Summon halt jetzt für einzelne Teile investieren müssen, geht halt nicht, dass wir halt einen Aluba vorher normal, also wenn, dann muss er gespecialt kommen über Branded Opening, da muss man ein bisschen aufpassen und wir können jetzt jedes beliebige Teil aus dem Deck holen, denn wir werden die niemals getriggert kriegen, deren eigenen Effekte, weil markierte Fusion ermöglicht es uns nur, dass wir den gesamten Spielzug nur Fusionsbeschwören können und deswegen können wir in gar keine Link Plays vorher gehen oder nachher, deswegen werden die Monster nie durch irgendwie einen Effekt irgendwie auf den Grave kommen, vom Spielfeld, nur aus der Hand und deswegen werden die nie getriggert bekommen, deswegen ist es vollkommen egal, welches Teil man sich sucht. Ich suche mir jetzt einfach A und dann normeln wir den. Wir aktivieren den Effekt von Union-Hangar. Jetzt habt ihr natürlich die Option. Ihr könnt jetzt einfach sagen, ich nehme eins der anderen Teile oder ich nehme Union-Fahrer, falls ihr den nicht mehr im Deck haben wollt als Brick. Könnt ihr das gerne machen. Dann könnt ihr den equippen, ihn banishen und euch ein weiteres Teil equippen. Das Ding ist halt, der Vorteil, dass wir die jetzt specialen können, ist uns jetzt vollkommen egal. Das bringt uns halt nichts. Die werden gleich einfach nur weggebanished, um halt einen ABC Dragon Buster zu machen. Aber damit könnt ihr halt theoretisch euch des Brickes entledigen. Ihr könnt ihn natürlich auch drin lassen. Der kann nachher mit Regulus und Discard Outlets halt ein weiterer Revive oder ein weiterer Extender sein kann, mit dem man einen Theron nachher rausholen kann. Das liegt komplett an euch. Ich equip jetzt einfach einen Bastardrachling, es ist vollkommen egal, welchen ihr equippt, weil der Hangar holt zwei Teile und dann markierte Fusion nur das letzte Teil und das war's. Mehr ist dann dazu nicht. Dann aktivieren wir die markierte Fusion. Wir fusionieren mit dem übrigen Teil, was wir haben, dass es halt noch im Deck ist und dem, oder in der Hand, wenn es halt in der Hand ist, dann fusioniert es halt von der Hand, und dem Gefallenen von Albers und gehen damit für einen Albion. Dann nutzen wir den Effekt von Albion, verbannen einmal den Albers und Albion selbst für den Lubellion, weil wir brauchen Finsternismonster und Gefallenen von Albers und Albion ist ein Finsternismonster. Gehen für ihn. Dann aktivieren wir den Effekt von Lubellion. Wir discarden die unendliche Unbeständigkeit. Nun habt ihr die Möglichkeit, je nachdem, wie ihr halt noch weiter extenden könnt, falls ihr noch weitere Sachen habt, die ihr machen könnt, könnt ihr jetzt sagen, also auf jeden Fall wollen wir den Gefallenen von Albers halt wieder zurück im Extra-Deck haben, beziehungsweise im Deck. Und dann könnt ihr jetzt euch entscheiden, ob ihr den Lubellion wieder vom Feld los haben wollt, damit ihr nicht so viele Targets habt für Superpolis oder ihr sagt, ihr packt den Albion zurück, weil ihr halt noch nachher in der Endphase auch noch den Mirror Jade machen könnt, weil ihr schon den Ad Libitum in der Hand habt und deswegen ihr dann doch für die Combo gehen könnt, dass ihr euch dann vielleicht dann noch irgendwie irgendwas reinkriegt. Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, deswegen ist es eigentlich relativ egal. Ich mach's meistens so jetzt, wenn ich ein offenes Feld habe, einfach so viele Monster, wie es geht. Ist halt immer ganz gut. Wenn der Gegner Super Poly hat, dann hat er sowieso Super Poly, dann ist es eh egal, was ich mache. Deswegen Albers geht zurück und einmal der Albion. Und dann fusionieren wir damit in den Spiegeljaden. Der Eisklingendrache. So, und jetzt, wie ihr seht, haben wir schon alle drei Teile. Wir haben keine Link-Summons gemacht, keine Searches brauchten wir auch nicht, denn wir haben jetzt einfach alle drei Teile, die können wir direkt vom Feld banishen und vom Friedhof. Als Equip kann man die natürlich auch banishen, um einfach den ABC Dragon Buster zu fusionieren. Wir haben jetzt schon drei Achter, Stufe 8er Fusionsmonster, ordentliche Tech Points. Wie gesagt, ihr könnt theoretisch, wenn der Gegner dran ist, sofort in der Draw Phase vielleicht den ABC Dragon Buster austaggen, damit ihr halt erstmal die drei Teile wieder revived habt. Müsst ihr halt darauf hoffen, dass der Gegner halt nicht direkt die Prio anmeldet und sagt, ich möchte sofort Super Pulli benutzen. Das kann er natürlich auch in seiner Drawface machen, wenn er möchte. Das sind halt immer Risiken, die man damit eingeht. Aber falls man halt, gegen, wie gesagt, gegen ein Deck spielt, was keine Outs dagegen hat, keine Instant Outs, ist das halt theoretisch halt ein sehr cooles Board, was man machen kann. Denn man hat jetzt einfach zwei Banish Interruptions. Man hat ja noch zwei Karten in der Hand, mit denen man halt noch was machen kann. Ne? Können auch Handtraps sein. So, und dann kommen wir jetzt zu der Nuts-Kombo in dem Deck, wo man halt richtig
hart abdönern kann. Dafür brauchen wir Unionhanger, Markierte Fusion und Therion König Regulus. Das Interessante an der Kombo ist, sie ist relativ ähnlich zu der gerade eben gespielten, nur dass wir hierbei nicht den Normal Summon committen müssen. Das heißt, wir können dort auch statt der markierten Fusion auch einfach ein Aluba eröffnen. Ihr könnt genauso gut die Karte suchen, es kann ein Branded Opening sein, da muss man eine extra Karte gebrauchen. Und den Rest macht man halt über Regulus, dass er alte Deck als halt Extender funktioniert und Union Hangar, der halt die übrigen Teile rausholt. Das macht es ein bisschen einfacher und ein bisschen easier zu spielen als die Combo halt vorher und man kriegt halt dann noch als extra noch den Negate von König Regulus raus. Der kann man dann natürlich auch über die Field Spell suchen. Dann aktivieren wir, also wir beginnen damit, dass wir Union Hangar uns holen. Hier wieder, wie immer, es ist egal, welches Teil ihr sucht, die werden niemals triggern. Es ist Wayne, was ihr habt. Die werden alle, wie gesagt, wie in der Kombo davor, halt einfach nur dazu benutzt, dass der Buster irgendwann aufs Feld kommt. Wie ich suche jetzt mir einfach B-Buster Drachling. Einfach, weil ich es kann. So, dann aktivieren wir markierte Fusion und fusionieren dann aus unserem Deck eins der übrigen Teile. Und ich mache mal jetzt einfach mal A. Und einen Gefallenen von Albas. Und damit gehen wir für Albion, nutzen seinen Effekt, verbannen wieder ihn und den Gefallenen von Albas und beschwören als Fusionsbeschwörung einen Lobelion, können seinen Effekt aktivieren, nutzen das gesearchte Target mit Union Hangar und discarden das hier nun aus unserer Hand weg. Dann aktiviert sich, der Lobelion. Ich schaffe mal wieder die beiden zurück, weil das so das Standard ist, den ich hier mache. Gehe dann für den Spiegeljade, den Eisdrachen, Eisklingendrachen. So, und dann haben wir das Feld. Dann aktivieren wir König Regulus, targeten in unserem Friedhof. Da nehme ich jetzt einfach mal den A hier, Special den Regulus und equippen den A. Dann nutzen wir den Effekt von A, equippen ihn ab, aktivieren den Effekt von Union Hangar, den wir bisher noch nicht in diesem Spielzug benutzt haben, und holen uns jetzt das letzte Teil, was wir hier bei uns noch in dem Deck haben, zum Beispiel jetzt einmal den C Crash Wyvern. Ihr könnt natürlich auch wieder sagen, ihr macht den Union Driver und banish den. Ihr könnt natürlich den drin lassen, weil ihr habt noch den anderen B. Ihr könnt nachher halt den Union Driver nochmal in die Hand nehmen, als Discard Outlet. Da gibt es so viele Möglichkeiten, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit halt einfach die drei wieder zu banishen. Und geht damit dann für ABC Dragonbuster. Habt jetzt halt noch den Negate extra mit dazu, habt zwei Banish-Effekte, habt halt noch zwei weitere Karten in der Hand. Oder halt einiges an Backrows getriggert oder an irgendwelchen Handtraps gebaitet. Was man so alles halt so machen kann. So, das sind halt so jetzt die Standard-Plays, die man machen kann mit dem Deck, wenn halt alles gut läuft. Das Tolle an dem Deck ist aber, man kann sich halt sehr gut einstellen darauf, was der Gegner tut und was man macht. Und da kann man halt sehr viel noch alternieren und umbauen und Gegner versuchen zu forcen mit bestimmten Sachen. Falls ihr überhaupt nichts eröffnet und also nichts von der ABC-Engine habt und einfach nur die markierte Fusion, könnt ihr natürlich auch die ganz normale Despia-Kombo hier spielen, wo ihr am Ende halt quasi mit einer rot markiert endet, mit der ihr im gegnerischen Spielzug für Wächterchimäre fusionieren könnt und damit halt das gegnerische Play ein bisschen aufhalten könnt und so ein bisschen Floating, dann Spiegeljade zurückholen und den ganzen Kram. Aber die Kombo werde ich euch hier nicht zeigen, die hat Daniel euch hier schon in einer Sonntags-Locals-Episode gezeigt, das werde ich euch hier einfach verlinken, das könnt ihr euch dann auch anschauen. Ja, das war so ein bisschen Standard-Kombos, was man so ein bisschen machen kann mit dem Deck. Ist auch ganz interessant, dass man den Buster halt hier herausholen kann, ohne wirklich unbedingt die ABC-Effekte nutzen zu müssen, sondern die halt quasi einfach so quasi Vanillas spielt, die man einfach nur aus dem Deck quetschen möchte, damit man halt diesen ganz großen Daddy sich rausholt. Ich hoffe, euch hat soweit dieses kleine Kombo-Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüssi.